vielleicht jetzt herüberkommt und wie ihr vielleicht zum Teil wisst oder noch erfahren werdet. Das heißt, die freie Meinungsäußerung ist mir wichtig. Das Zweite ist natürlich, die Schere zwischen Arm und Reich muss kleiner werden. Die Menschenrechte gehen für mich eindeutig vor Religion. Religionsfreiheit ist wichtig, aber Menschenrechte stehen für mich darüber. Die Religion kann nicht Menschenrechte verletzen. Das ist für mich ganz eindeutig, da das Leben der Menschen zwar individuell verschieden sein kann, aber bestimmte Lebensrechte brauchen wir, um überhaupt existieren zu können. Die Schere zwischen Arm und Reich macht auch die Reichen glücklicher. In den Ländern, wo die Menschen sozusagen näher aneinander sind im Einkommen, in ihren Rechten, dort ist im Allgemeinen das Leben der Reichen wie der Ärmeren oder Mittleren glücklicher. Und zwar aus folgenden Gründen. Natürlich braucht man eine gewisse Menge Einkommen und Lebensmöglichkeit, um sich überhaupt wohlzufühlen. Und das wäre für mich auch der Punkt, wie ich die Konflikte lösen würde. Ich würde nicht davon ausgehen, wer Unrecht oder Recht hat, wer zuerst eine Rakete geschossen hat oder wer wen militärisch unterstützt hat, mit wie viel Geld. Ich würde davon ausgehen, wie können die Menschen glücklich und zufrieden leben, sei es in der Ukraine, in Russland, in Israel, in Gaza. Und wenn man diese Probleme löst, dann ergibt sich der Frieden von allein. Es geht nicht darum, ob 3 Tage Waffenruhe sind oder wer nach Polen Militär entsendet. Es geht darum, dass Menschen sich gut fühlen. Wer ein Leben hat, wer einen Sinn hat, wer ein Auskommen hat, der hat keine Lust zu kämpfen und der will auch nicht Unfrieden haben. Und damit ergibt sich schon sehr viel von den Problemen. Das heißt, man soll nicht fragen, wer hat angefangen, sondern man soll fragen, wie können wir es schaffen, dass Menschen einfach gerne und gut leben und respektiert werden, sodass sie auch das Gefühl haben, auf Erden willkommen zu sein. Österreich ist ein reiches Land und Österreich geht es recht gut. Trotzdem gibt es auch bei uns, und das sieht man, wenn man U-Bahn und Straßenbahn fährt, sehr viele einfache und arme Bürger, die am Rande des Daseins leben und nicht wirklich aufgefangen werden. Und ich rufe dazu auf, diese Menschen müssen wir mehr sehen, den einfachen Mann von der Straße, die einfache Frau, das sind die Menschen, die jetzt dran sind. Ich spreche hier vom Parlament, es war eine Trauerfeier am letzten Samstag, es geht um die Parlamentspräsidentin, es wurden sehr viele gute Worte gesprochen und mit Sicherheit stimmt davon das meiste. Trotzdem weiß ich, dass gerade die Friedensbewegung auch Kritik geäußert hat und das will ich tun. Ich habe ja gesagt, ich bin ehrlich. Es ging darum, dass die Justiz in unserem Lande nicht funktioniert und sie funktioniert eben immer noch nicht. Und deswegen wäre es neben allem Guten, was bisher geschehen ist, sehr wichtig, dass dieses Thema für den nächsten Parlamentspräsidenten oder Präsidentin eine Wichtigkeit hat. Die Justiz im Lande muss wieder als solche genannt werden dürfen. Denn sie ist im Moment wirklich in einem sehr desolaten Zustand und darunter leiden Bürger, die dann bis auf ihr Lebensende verschuldet sind, obwohl sie nichts getan haben. Ich strebe also einen anderen Umgang an. Ich möchte nicht packeln, ich möchte nicht eine Hand wäscht die andere, ich möchte keine Rache, ich möchte nicht verdeckt agieren. Ich möchte einfach das sagen, was ich sagen möchte, weil ich habe eigentlich gar nichts zu verbergen. Ich bin kein Täter, wenn überhaupt bin ich ein Opfer, aber darüber will ich heute gar nicht reden. Sondern ich möchte einfach wahr und ehrlich sein und diese Dinge ansprechen, die anzusprechen sind. Und damit zeige ich Achtung gegenüber den Menschen, denen ich dieses Anliegen näher bringen will. Das heißt, ich nehme sie ernst, ich traue ihnen zu, dass sie mit mir umgehen können, dass sie nicht gegen mich agieren müssen, nur weil ich die Wahrheit versuche zu sagen. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz kurz auf Barbara Prammer und Barack Obama eingehen. Barbara Prammers Vorname ist Barbara. Und Barack Obama. Das ist nur ein Zufall und soll auch nur dazu dienen. Ich habe mich gefragt, sind die beiden wirklich frei? Es hieß von Barbara Prammer immer, sie hat so viel Gutes getan, sie war so ehrlich. Ich denke, sie hat sich bemüht, so gut sie konnte. Aber wir wissen eines, wenn man bestimmte Positionen in einem Staat innehaben will, ist man nie ganz frei. Prammer hat nun als Frau agiert und als Frau hat sie mit Sicherheit Rücksicht nehmen müssen auf einige Männer und auch sicher auf bestimmte Positionen. Barack Obama als Colored People
Er wird schwarz bezeichnet, obwohl er eigentlich halb schwarz, halb weiß ist. Das ist auch schon merkwürdig. Hat mit Sicherheit, und das wissen wir ja auch, die Unterstützung der Geldgeber gebraucht, die heute eben ihn bestimmen, für ihn bestimmen, was er zu tun hat. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, wir müssen, wenn wir Menschen kritisieren, immer auch sehen, sie sind natürlich eigentlich nur Überbringer von Botschaften. Sie bemühen sich sicher etwas zu tun, aber die wahren Kräfte stehen dahinter und das wissen wir ja auch ganz genau und diese wollen wir eigentlich auch aufdecken. Ja, zuletzt, also wie gesagt, Macht und Reichtum bedeuten nicht unbedingt Glück, aber um glücklich leben zu können, braucht man schon ein gewisses Maß an Respekt, an Lebensmöglichkeit, an Berufstätigkeit, an Einkommen, an Sinn und an Achtung. Das möchte ich, dass sich das in unserem Staate vermehrt, zusammen mit der Veränderung der Justiz, die wirklich von Grund auf sich verändern und verbessern muss. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch eine Webseite habe. Schaut einfach nach unter Christel Meyer, Meyer mit EY, und da findet ihr Verschiedenes. Ich bin, wie gesagt, auch sehr viel im Bereich Wissenschaft tätig, aber habe auch eine Ausbildung in Ethik. Und zuletzt vielleicht noch ein Satz. Jeder Mensch, egal wie arm er ist, wie verfolgt er ist, dem möchte ich doch Folgendes sagen. Es ist nicht für jeden gleich, aber die Gedanken und Gefühle erzeugen die Wirklichkeit. Sorgen wir dafür, dass Menschen gute Gedanken und Gefühle haben können. Dankeschön. Ja.